Badum. So, wofür braucht Gesellschaft Empathie? Nach meinem Verständnis wird der technische Sinn von Empathie noch nicht hinreichend verstanden und die Funktion, die Empathie für Gesellschaft hat, zumindest von den allermeisten Menschen nicht. Und vielleicht kann ein eher technisch veranlagter Mensch wie ich das dann gar nicht so schlecht erklären, also diesen eher technischen Zugang, einfach weil mir das eher liegt. Und zwar macht es Sinn, mal zu verstehen, was passiert in völlig empathiebefreiter Kommunikation. Also wenn wir unempathisch kommunizieren und uns unempathisch begegnen, was passiert? Und das Erste, was passiert an allererster Stelle, sind halt Missverständnisse. Und zwar Missverständnisse vor allem über Wertigkeiten. Wertigkeiten, die bestimmte Verhaltensweisen für uns haben und die sie gleichzeitig für andere haben. Das heißt, jemand, der unempathisch kommuniziert oder unempathisch da ist, der sich also nicht dafür interessiert, was bestimmte Dinge für ihn selbst und für andere Menschen bedeuten, vergreift sich regelmäßig bei seinen Entscheidungen, weil er Dinge tut, die für ihn selbst oder für andere gar nicht so viel bedeuten. Und das führt zu erwartbar zu Enttäuschungen. Also wenn Menschen sich nicht einfühlen und sich nicht interessieren, was denn etwas Bestimmtes für jemand anderen bedeutet, in seiner subjektiven Wertung, in seiner subjektiven Welt, die sich halt vermittelt über Konzepte, über Gefühle und Bedürfnisse vor allem, dann geht er meistens naiverweise davon aus, dass das entweder was man ihm beigebracht hat, was wert ist, oder was es halt für ihn selber ist, seiner eigenen Meinung nach, dass das halt A wahr wäre und B dann auch noch für andere Menschen gültig wären. Und das führt zu Fehlkoordinationen, also zu Fehlsteuerungen von Verhalten, auch zu Fehlallokationen von Ressourcen. Das heißt, kurz gesagt, man investiert sehr viel in was es dann einfach nicht wert ist, während andere Dinge, die man hätte tun können gleichzeitig, die dem anderen sehr viel bedeutet hätten oder einem selber, nicht getan werden, weil man sich eben über die Wertung, welches Ausmaß von Wohlgefühl oder Wohlergehen stellt sich denn ein, wenn ich dieses oder jenes tue, weil ich da praktisch blind operiere. Also es ist so, als würde man die ganze Zeit blind irgendwie in den Busch schießen und hoffen, dass man irgendwas trifft. Und naja, halt ohne Empathie trifft man halt vielleicht manchmal zufällig, aber halt nicht systematisch. Und Empathie ist praktisch die Fähigkeit, die uns ermöglicht, nicht in einem absoluten Sinne, aber doch mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit und mit einer größeren Treffgenauigkeit, mit unseren Entscheidungen richtig zu liegen oder nah dran zu sein, von dem, was bedeutet denn wem was und so unser eigenes Verhalten zu steuern und unser Verhalten zu koordinieren und auch aufeinander zu beziehen. Und das ist sehr, sehr bedeutsam für also soziale Systeme, in denen nicht sonderlich viel Empathie da ist. Also für Familien, in denen unempathisch kommuniziert wird, in denen vor allem die Erwachsenen unempathisch sind. Für Firmen, in denen es kaum Empathie gibt und für ganze Gemeinwesen, also wo, wenn die sich politische Institutionen gegeben haben, in denen kein Gras mehr wächst, also keine Empathie mehr wächst oder in der Empathie kaum möglich ist, weil zum Beispiel extreme Konkurrenz geschaffen wird oder weil man Politik aus der Ferne macht, wo keine Empathie entstehen kann. Also Empathie hat einen Unmittelbarkeitsbedarf. Das wissen wir auch alle eigentlich, weil wenn man schon mal versucht hat, irgendwas, wie soll man sagen, heikleres, gewichtigeres, bedeutsameres, konfliktreicheres über virtuelle Kommunikation zu regeln, also zum Beispiel über E-Mail-Verkehr oder irgendwie sowas in der Art oder in Social Media, dann erlebt man, wie sehr einem diese Unmittelbarkeit und die Körperwahrnehmung, die halt für Empathie sehr hilfreich ist, dass man die Körpersignale wahrnehmen und lesen kann beim anderen und man auch selber halt Körpersignale aussendet, oft auch unbewusst, aber die sind halt diese unbewussten Signale und unbewusst wahrgenommenen Signale sind halt sehr hilfreich, um zu verstehen, was bedeutet denn was. Wem. Und wenn man also ein politisches System schafft, das also auf Empathie systematisch verzichtet oder sie sogar systematisch erschwert, also eine empathiebefreite Politik, dann darf man sich da nicht darüber wundern, zu was für einer Fehlsteuerung es kommt. Aber es ist sozusagen eine Politik, die frei dreht, im Freien, die ohne Kompass unterwegs ist, ohne Navi unterwegs ist, die gar nicht weiß, was sie eigentlich soll, was sie überhaupt bewirken soll, beziehungsweise sie versucht bestimmte Dinge, aber trifft halt systematisch permanent daneben. Vor allem auch, weil die Leute sich gar nicht gewürdigt fühlen, die fühlen sich gar nicht wahrgenommen. Und das passiert halt in der Politik, die entweder in Konkurrenzsystemen verhandelt wird, also über Wahlen und Parteienkonkurrenz und so, und B dann auch noch aus der Distanz, also rein medial vermittelt. Weil das ist systematisch unempathische Interaktion, unempathische Kommunikation.
Naja, und dann passiert halt das, was auch in Kleingruppen, also in überschaubareren sozialen Systemen halt auch passiert. Es entsteht große Unzufriedenheit. Es entsteht große Unzufriedenheit, weil halt nicht auf die Leute eingegangen wird. Und was man dann stattdessen dann versucht, sind so mentale Konzepte. Also man denkt sich den Mensch oder man versucht ihn zu vermessen oder zu befragen. Aber Leute, das ist so naiv. Also da hat man so wenig, wie man das versucht, man hat so wenig Ahnung von Menschen und wie komplex wir auch sind, wie widersprüchlich wir auch sind, wie viel gleichzeitig bei uns da sein kann. Es ist ja eigentlich im Grunde gar keine Widersprüchlichkeit, es ist halt die Gleichzeitigkeit vieler Gefühle und Bedürfnisse. Bei jedem Menschen zu jedem Zeitpunkt haben Menschen mehrere Gefühle gleichzeitig und mehrere Bedürfnisse. Und manche Menschen können das halt noch deutlicher wahrnehmen als andere. Also tendenziell können es zum Beispiel Kinder mehr als Erwachsene. Und so wie wir halt kleine Mädchen erziehen und kleine Jungen erziehen, können es dann im Ergebnis Frauen besser als Männer. Das ist nicht naturgegeben, das ist gemacht aus bestimmten Gründen. Das ist halt dann nur der Zustand, in dem wir gerade sind. Und naja, Widerspruchsfreiheit ist insofern eine ganz, ganz doofe Idee in der Politik, weil es die Gleichzeitigkeit der Anwesenheit verschiedener Bedürfnisse und Gefühle halt ausschließt. Auch Politik über Wahrheit zu verhandeln und mit so einer 0-1-Logik zu operieren, ist auch eine ganz dumme Idee, wenn halt schon der einzelne Mensch ganz viele Gefühle und Bedürfnisse gleichzeitig hat und halt die Gesellschaft das insgesamt dann halt auch. Ja? Da sind ganz, ganz viele Bewertungen gleichzeitig da, die alle gewürdigt werden wollen. Deswegen braucht man halt politische Prozesse, die genau das leisten können, die also all diese Vielheit von Wertungen und Bewertungen von Handlungsweisen in all ihren Aspekten und all ihren Gleichzeitigkeiten in den politischen Prozess mit einfließen lassen. Und was ist das Zaubermittel? Überraschung, es ist das geloste Bürgerrat oder die geloste Bürgerversammlung. Die kann dann genau das leisten, wenn man sie auf eine kluge Weise aufsetzt, auf eine kluge Weise designt, wie das aber jetzt halt mittlerweile schon viele Menschen an vielen Orten auf der Welt getan haben, faktisch. Das geht. Und das ist halt eine Politik, die auf Empathie aufsetzt. Also die Empathie überhaupt erst entstehen lässt, stiftet zwischen uns Menschen, indem es all die Bedingungen herstellt, die wir Menschen brauchen, um Empathie miteinander haben zu können. Also Unmittelbarkeit der Begegnung, Ruhe, Möglichkeit nachzufragen. Insofern ist eigentlich sind diese gelosten demokratischen Bürgerversammlungen sind eigentlich ein Mittel, die Politik empathisch abzulaufen lassen sind und überhaupt ein Mittel, Empathie in der Gesellschaft entstehen zu lassen. Ja, und also eine empathische Gesellschaft zu schaffen. Und das ist eine wunderbare Leistung, weil das brauchen wir. Ohne Empathie können wir Menschen keine gute Gesellschaft machen. Ohne Empathie können wir uns gar nicht koordinieren, weil uns die entscheidenden Informationen fehlen. Und jeder, der das halt versucht, wird tiefgradig frustriert, weil er ja merkt, dass er einen riesigen Aufwand betreibt, ohne dass er die Effekte erzielt, die er damit erzielt. Also man möchte dann Zufriedenheit herstellen, kriegt aber keine hin, weil man gar nicht weiß, was löst was aus bei wem? Und diese Neugier auch auf andere Menschen fehlt uns. Also wir machen die ganze Zeit mentale Konzepte von Menschen. Wir stellen uns Menschen vor. Aber das ist ja, wird ja den Menschen, wie sie real sind, nicht gerecht. Das weiß man eigentlich auch sogar schon aus seinen engsten Nahbeziehungen. Ja, auch wenn wir also einen Partner haben, mit dem seit Jahren zusammenleben, schon viel miteinander erlebt haben, uns wechselseitig erforscht haben, uns in vielen verschiedenen Situationen erlebt haben, es gibt ja trotzdem noch Überraschungen, dass man denkt, der andere ist so und so und der ist aber gar nicht so und das kommt halt raus und das kann halt aber nur im Gespräch rauskommen, in einem Dialog. Ja. Deswegen empfehlen ja so komische Paartherapeuten und Paargurus und Paartheoretiker ganz bestimmte Kommunikationsformen, die halt gerade Paaren, die lange zusammen sind, ermöglichen, sich immer wieder neu zu überraschen, neugierig aufeinander zu sein und sich immer wieder neu kennenzulernen. Dass wir das als Gesamtgesellschaft nicht bräuchten, ist ein großer Irrtum. Wir brauchen es auch in der Gesamtgesellschaft, wir brauchen es auch in unserer bürgerschaftlichen Beziehung, also in unserer Beziehung als Bürgern zueinander, dass wir uns immer wieder neu kennenlernen, weil da gibt es große Dinge zu entdecken, die uns wirklich alle überraschen. Ja? Auch mich in dieser Begegnung. Ja? Keiner ist davon ausgenommen. Keiner kann sich die Menschen denken, so wie sie wirklich sind, sondern man kann sie nur erleben und dazu muss man halt die Leute treffen. Ja. Und das Losverfahren, also diese Zufallsauswahl, leistet das, dass die Gesellschaft sich selbst begegnet, dass wir einander begegnen, dass wir einander immer neu wieder neu kennenlernen, dass wir aufeinander neugierig sein können und da halt nicht ins Leere greifen und uns einander nicht denken müssen. Weil das, was wir uns da denken, ist immer falsch und das führt halt zu Enttäuschungen. Ja. Das führt zu Frustration und Enttäuschung und irgendwann führt es auch dann irgendwann zur Feindschaft, weil es zu frustrierend war und man dann anfängt, diese frustrierenden Erfahrungen zu interpretieren. Und genau diese Interpretationen, wir Menschen können das nicht sein lassen, wir interpretieren immer, sind meistens falsch.
Ja, also wir machen frustrierende Erfahrungen, dann interpretieren wir die und im Resultat bauen wir so Feindschaftsbilder, so Dummies auf. Ja, der andere ist dumm, der andere ist böse, der andere ist irgendwas, der andere ist ein Psychopath, der andere hat dieses und jenes nicht gecheckt. Das ist dann halt, was wir uns so denken, wenn wir uns nicht wirklich begegnen und nicht neugierig sind aufeinander. Aber das passiert halt die ganze Zeit und so machen wir Gesellschaft miteinander. Da darf man sich dann über den Zustand unserer heutigen Gesellschaft einfach nicht wundern, wenn man sich die Praxis anschaut, die wir miteinander pflegen. Also wie unempathisch die ist, wie wenig Empathie in unserer gesellschaftlichen Praxis vorkommt. So, also Empathie ist notwendig, Empathie-Bashing, ja, jetzt mache ich es auch, ist das Dümmste, was man machen kann. Wir brauchen Empathie, wir brauchen aber halt auch nicht die nackte, pure, leere Forderung nach Empathie, wir brauchen Bedingungen, die Herstellung von Bedingungen, unter denen wir überhaupt empathisch miteinander sein können, weil da sind wir anspruchsvoll als Menschen. Wir können nicht unter allen Umständen miteinander empathisch sein. Das ist eine Überforderung. Wir brauchen ganz bestimmte Rahmenbedingungen, die man halt herstellen kann und dann sind wir miteinander empathisch. Ja, das können wir alle. Bis auf minimalste Ausnahmen. Und das sind Menschen, die schwerste Schädigungen in der frühen Kindheit erlitten haben. Die können das nicht mehr und die können einem eigentlich nur wirklich nur leid tun, weil denen, hart gesagt, das Beste entgeht. Ja, also hier an dieser Stelle mein herzliches Beileid. Es sind Gott sei Dank sehr, 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 sehr wenige Menschen. Die allermeisten Menschen sind empathiefähig, wenn du ihnen die Bedingungen stellst, unter denen sie halt auch Empathie miteinander haben können. So, und das tun geloste Bürgerversammlungen. In diesem Sinne, lasst uns Demokratie miteinander machen. Ceterum censeo. Demokratia esse sotienda.